Groß, größer, am größten. In diesem Video lernst du, wie du auf Deutsch den Komparativ und den Superlativ bildest. Und du lernst das besser, als es in deinem Deutschbuch steht. Und am Ende von diesem Video weißt du mehr über den Komparativ und den Superlativ als die meisten Muttersprachler da draußen. Guck dieses Video vom Anfang bis zum Ende. Hallo, mein Name ist Philipp Samirai. Hier ist der Deutschlernkanal Deutsch T1. Mein Ziel ist, dass du Deutsch besser lernst als Muttersprachler. Heute lernen wir den Komparativ und den Superlativ. Ich werde ein bisschen schneller sprechen. Wenn das zu schnell für dich ist, dann schau das Video nochmal. Ja, du kannst das Video zwei, dreimal dir angucken oder einfach die Geschwindigkeit langsamer einstellen. Okay, wir fangen an. Schauen wir uns diese zwei Glühbirnen an. Diese Lampen nennt man Glühbirnen. Ich möchte mit dir sprechen über das Adjektiv hell. Okay? Wir gucken uns an, wie sind diese Birnen? Die linke Glühbirne ist genauso hell wie die rechte. Die ist genauso hell. Okay? Oder wir können sagen, die linke Glühbirne ist so hell wie die rechte. Gleiche Bedeutung, gleiche Bedeutung. Viele Muttersprachler, Deutsch ist meine Muttersprache, wir sagen sehr oft, beide Glühbirnen sind gleich hell. Beide Glühbirnen sind gleich hell. Okay? Hier ist kein Unterschied. Hier ist noch kein Unterschied. Gehen wir weiter. Kommen wir zum Komparativ. Gucken wir uns diese zwei Glühbirnen an. Sind die gleich? Nein, die sind nicht gleich. Es gibt einen Unterschied. Hier ist ein Unterschied. Diese Glühbirne ist hell. Die rechte Glühbirne ist heller. Okay? Die rechte Glühbirne ist heller. Die hat mehr Licht. Sie ist heller. Okay, gehen wir weiter. Die rechte Glühbirne ist heller als die linke. Die rechte Glühbirne ist heller als die linke. So spricht man das. Das ist der Komparativ. Beim Komparativ haben wir ein ER am Ende. Heller, heller. Okay? Alles klar. Sprechen wir über dunkel. Ja? Sind die beide gleich dunkel? Ja, du kennst hell, viel Licht, dunkel, wenig Licht. Ja, dunkel ist das hier. Hier, dunkel. Wenn ich hier die Lampe ausmache, das ist dunkel. Okay? Das ist dunkel. Hier, dunkel. Ich mache alles aus, jetzt ist dunkel. Okay? Das ist dunkel. Wie sind die Glühbirnen? Sind die gleich dunkel? Sind beide gleich dunkel? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay? Welche hat mehr Dunkelheit? Okay, gut, weiter geht's. Also, gucken wir uns das an. Wir haben dunkel und dunkler. Die linke Glühbirne ist dunkler. Okay? Die linke ist dunkler. Die ist heller und die ist dunkler. Okay? Die linke Glühbirne ist dunkler als die rechte. Ich denke, das ist klar. Okay, weiter geht's. Also, normalerweise, das ist der Normalfall, normalerweise haben wir einfach nur ER am Ende. Bei dunkel haben wir noch das E, das verschwindet. Was ist verschwinden? Verschwinden ist, guck mal, das ist verschwinden. Wo bin ich? Das ist verschwinden, okay? Verschwinden ist weg. Ja, weg sein. Okay. Dunkel. Hier ist ein E, aber hier geht das E weg. Wir sagen nicht dunkeler, wir sagen dunkler. Okay? Ein E verschwindet. Normalerweise haben wir aber nur ein ER hinten dran. Okay, weiter geht's. Teuer. Ja? Gucken wir uns die Ringe an. Du siehst die beiden Ringe. 4.120, ich denke Euro. 5.350 Euro. Sind die gleich teuer? Ist der linke Ring so teuer wie der rechte Ring? Ich denke nicht. Der rechte Ring ist teurer, komparativ, als der linke. Der rechte Ring ist teurer als der linke. Gucken wir uns das an. Wieder, das E verschwindet. Das E ist weg. Juhu, wo bin ich? Ich bin das E. Es ist weg. Es ist weg. Okay? Das E ist weg. Okay? Wir sagen nicht teurer, wir sagen teurer. Warum? Das ist leichter. Teurer. Teurer ist sehr viel Arbeit. Ja? Teurer ist leichter. Teurer. Okay, alles klar. Siehst du dieses Foto? Lang oder groß?
Ja? Die Giraffe ist lang und der Baum ist lang. Ja? Die Giraffe ist groß und der Baum ist groß. Sind die gleich groß, sind die gleich lang? Ich denke nicht. Der Baum ist länger als die Giraffe. Oder der Baum ist größer als die Giraffe. Okay? Wir sehen, es gibt Adjektive, das sind alles Adjektive, wo manchmal wir einen Umlaut noch bekommen. Lang wird länger, groß wird größer. Okay? Welche Adjektive sind das? Viele einsilbige. Einsilbig heißt nur eine Silbe. Lang, groß. Zum Beispiel dunkel hat zwei. Dunkel. Das sind zwei Silben. Dunkel. Lang ist nur lang. Groß ist nur groß. Viele von diesen einsilbigen Adjektiven bekommen einen Umlaut. Aber nicht alle. Nicht alle. Zum Beispiel stolz, stolzer. Das ist kein Umlaut. Nicht stölzer. Das ist falsch. Okay? Alles klar. Gut. Kommen wir jetzt zum Superlativ. Wir haben gesagt, groß, größer. Jetzt kommt das hier. Ja? Schön, schöner. Hell, heller. Und jetzt kommt das. Der Superlativ ist oben. Darum sagt man super. Ja? Guck mal, auf Arabisch ist Latif lieb. Superlativ. Ja? Der Mann ist superlativ. Der ist super nett. Ja? Alles klar. Die Glühbirne ist hell. Die Glühbirne ist heller. Was ist hier? Die Sonne. Was ist mit der Sonne? Die linke Glühbirne ist hell. Die rechte ist heller, komparativ. Die Sonne ist am hellsten. Die Sonne ist am hellsten. Die Sonne ist am hellsten. Die hat am meisten Licht. Alles klar. Okay. Dunkel. Dunkel weißt du noch, ne? Kein Licht. Kein Licht. Okay. Das linke T-Shirt ist dunkel. Das mittlere, ich sage nicht das rechte. Warum nicht das rechte? Weil wir haben jetzt drei. Das mittlere ist dunkler, komparativ, superlativ. Das Rechte ist am dunkelsten. Ist am dunkelsten. Was sehen wir? Beim Superlativ haben wir stin, 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 stin am Ende. Ja? Achtung, das E kommt wieder zurück. Teuer, teurer, am teuersten. Okay, da müssen wir aufpassen. Dunkel, dunkler, am dunkelsten. Superlativ, stin, 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 stin. Alles klar? Weiter. Jetzt kommt, was nicht in deinem Buch steht, was nicht in den Kursbüchern steht. Ich weiß nicht warum. Ich habe die Bücher nicht geschrieben. Darum machen wir dieses Video. Okay. Der rechte Ring, wir haben drei Ringe. Ja, 2.900 Euro, 4.120, 5.350 Euro. Der rechte Ring ist der teuerste. Hier ist kein N. Wir haben den bestimmten Artikel der und dann haben wir kein N. So sprechen wir Muttersprachler. Welcher Ring ist der teuerste? Ja, der rechte. Ja? Welcher Stuhl ist der schönste? Der rechte. Ja? Welcher Schrank ist der größte? Der rechte, der linke, der weiße, der schwarze. Ja? Wir sagen mal der, der, der. Kann man sagen, kann man auch sagen, der rechte ohne Ring? Ja. Der rechte, großes R, weil hier steht kein Ring, jetzt ist das ein Nomen. Der rechte ist der teuerste. Oder der rechte Ring ist der teuerste. Oder ich kann auch sagen, der rechte Ring ist am teuersten. Dann haben wir wieder N. Okay? Wir gehen weiter. Schön, das Adjektiv schön. Okay. Welche Uhr findest du schön? Und welche Uhr findest du am schönsten? Welche Uhr findest du am schönsten? Muttersprachler sagen, die zweite Uhr ist die schönste. Du kannst auch sagen, am schönsten. Das ist richtig. Ist kein Problem. Und Muttersprachler benutzen das auch. Aber sehr oft sagen, benutzen wir den Artikel, den bestimmten Artikel. Die zweite Uhr ist die schönste. Kein N, kein N. Oder, hier ist ein Fehler, nicht der zweite, sondern die zweite. Die zweite ist die schönste. Das ist falsch. Nicht der, sondern die. Okay, alles klar. Gut, was haben wir noch? Unregelmäßig. Unregelmäßig heißt nicht normal. Nicht normal. Okay? Hier auf der linken Seite ist Geld. Hier ist viel Geld. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Okay? Das ist viel Geld. Alles klar. Was ist rechts? Was ist rechts? Wie sagen wir das? Viel und? Was kommt jetzt? Komparativ. Mehr. Das ist mehr Geld. Das ist mehr Geld. Ja? Das ist
Unregelmäßig, nicht normal, viel und dann mehr, ein anderes Wort. Viel Geld und hier ist mehr Geld. Guck mal, 500, 500, 500, überall 500. Das ist mehr Geld, alles klar. Wir haben einige unregelmäßige Adjektive. Zum Beispiel viel, mehr, am meisten oder die meisten. Zum Beispiel, dieser Mann hat die meisten Autos. Er hat 10 Autos. Ja? Er hat die meisten Punkte bei einem Test. Ja? Gern, lieber, am liebsten. Das ist kein Adjektiv, das ist ein Adverb. Zum Beispiel, ich esse gern Pizza, aber ich esse lieber Spaghetti und am liebsten esse ich, keine Ahnung, Schnitzel. Ja? Gern, lieber, am liebsten. Gut. Gut und dann Komparativ. Wie ist der Komparativ? Gut. Besser. Gut, besser. Und was ist ganz oben? Was ist ganz oben? Deutsch D1. Ja? Der YouTube-Kanal Deutsch D1, unsere Schule Deutsch D1. Ja? Wenn du möchtest, folge uns auf Instagram deutsch.d1 und auf Telegram Deutsch D1. Ja? Da bekommst du immer neue Posts, also Fotos oder Videos. Ja? Folge uns, abonniere uns und auch diesen Kanal, wenn du das auf YouTube siehst. Okay? Alles klar. Nein, richtig ist gut, besser, am besten. Ja? Oder der Beste. Nah, näher, am nächsten, hoch, höher, am höchsten. Okay, wir gehen weiter. Nicht steigerbar. Nicht steigerbar heißt, es gibt kein Adjektiv, also kein Komparativ, kein Superlativ. Ja? Das sind Absolutadjektive. Dieses Wort kennt kein Muttersprachler. Absolutadjektive. Schwanger. Wenn eine Frau schwanger ist, kannst du nicht sagen, Sarah ist schwanger, Tina ist schwangerer und Maria ist am schwangersten. Das geht nicht. Entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Schwanger oder nicht schwanger? Tot, das Gleiche. Er ist tot, Thomas ist toter, Hans ist am totesten. Nein! Entweder bist du tot oder du bist nicht tot. Oh, hier ist ein Krankenwagen. Entweder bist du tot oder du bist nicht tot. Dann gleich, ja, gleiches Niveau. Ja? Entweder sind wir gleich oder wir sind nicht gleich. Entweder ist der Preis gleich oder nicht gleich. Aber George Orwell hat ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Farm der Tiere, auf Englisch Animal Farm. Und der hat gesagt, alle Tiere sind gleich, aber manche heißt einige, sind gleicher. Was heißt das? Das heißt, alle Menschen sind gleich, aber es gibt andere Menschen, einige Menschen, die haben mehr Rechte. Das ist politisch-philosophisch. Okay, dann haben wir noch alleine. Alleine kannst du auch nicht steigern. Alleine, alleiner, am alleinsten. Das gibt's nicht. Das ist falsch. Okay, einzig. Das machen viele Muttersprachler falsch. Sie sagen, er ist der Einzigste. Nicht der Einzigste. Er ist der Einzige. Er ist der Einzige in unserem Kurs, der Chinesisch spricht. Er ist der Einzige in unserer Gruppe, der Vegetarier ist, der kein Fleisch isst, zum Beispiel. Einzig. Optimal, das machen viele falsch. Ich habe das auch manchmal falsch gemacht. Ja? Optimal heißt am besten. Und dann sagen einige, optimaler, am optimalsten. Das geht eigentlich nicht. Ideal heißt auch am besten. Und es gibt nicht idealer, am idealsten. Aber viele machen das in der Umgangssprache. Viele Muttersprachler machen das falsch. Ja? Diese drei normalerweise kannst du nicht steigern. Du kannst nicht Komparativ und Superlativ hier benutzen. Okay? Hast du eine Frage? Wenn du eine Frage hast, schreib es mir in die Kommentare. Jetzt machen wir ein paar Übungen, okay? Gehen wir in unseren Online-Unterricht. Ich habe dieses Thema letzte Woche in unserem A2 Online-Kurs gehabt und wir haben das geübt. Bitte sehr, mach mit. Und danach sehen wir uns. Ich habe eine Frage an Nur. Nur, nur. Nur, was ist das? Das Auto, das ist ein Auto. Und wie ist das Auto? Es ist schnell. Das Auto ist Das Auto ist schnell. korrekt. Das Auto ist schnell. Ja? Weiß jemand die Marke? Welche Marke ist das? Nein, Kennt das ich jemand? weiß nicht. Abdullah? Bosch, Bosch, ja? Nee, ist kein Porsche. Das ist eine italienische Jaguar? Marke. Jaguar? Nein, nein, MC. Alfa Romeo ist es. Alfa Alfa Romeo. Romeo, ja. Okay. Also, das Auto ist schnell. Nein. Als Ja. nächstes Abdullah, was ist das hier?
Der Motor. Das Ist Motor ist besser. schneller. Abdullah, nur Abdullah. Ja. Das Das Motor ist schneller. nicht Motor. Das Motorrad. Rad. Es gibt Fahrrad und Motorrad. Ja. Das Das Motorrad Motorrad ist ist schneller. schneller. Genau. Am Ende ist ER. Ja. Ja. Das Motorrad ist schneller. Elle. Ja. Was ist das hier? Das ist Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Flugzeug. Mhm. Das Flugzeug ist am schnellsten. Genau, am schnellsten. Am schnellsten. Schnellsten. Nicht am schnellsten, am schnellsten, mit Sukun, schnellsten. Schnellsten. Okay, Sehr gut. schnellsten. 100% richtig. Hast du sehr gut gemacht. Ja? Das Flugzeug ist am schnellsten. Ich komme hier nicht rüber. Ich bin zu klein. Ja? Okay, sehr gut. Jetzt schaffe ich das, ja? Hier. Das Flugzeug ist am schnellsten. Beides ist wichtig. Am ist wichtig und Stin Ja. ist wichtig. Ihr müsst beides zusammen haben. Kann ich beides hier so? Ja, ihr müsst beides zusammen haben. Okay? Ja. Alles klar. Okay, gut. Dann kommen wir zum Überblick. Hier ist nochmal alles zusammen. Das Auto ist schnell. Das Motorrad ist schneller. Das Flugzeug ist am Schnellsten. 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 Okay, sehr gut. Schnellsten. So, jetzt schwierige Frage. Wasile, Ja, wie heißt das Tier? das ist schon mal ist Das? das ist Eichhörnchen. Wer weiß das? Eichhörnchen. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Eichhörnchen, ja, Genau. Eichhörnchen. Das ist Eichhörnchen. Das Ist kleiner. Eichhörnchen. Wie ist das Eichhörnchen, Wasile? Ist kleiner. Das Klein. Eichhörnchen ist Klein. klein, korrekt. Klein. Achtung, Wasile. Was ist Ja. das hier? Das ist Vogel. Das ist ein Vogel. Okay. Der Vogel ist. Kleiner. Der Vogel ist kleiner. Sehr gut. Kleiner, ja. Wasile, weiter. Sehr gut, Ja. sehr gut. Was ist Ja. das hier? Schwimmetalli. Schmetterling. Schmetterli. Ist die kleinsten. Der Schmetterling ist. Ist kleinsten. Ein Wort fehlt. Ein Wort fehlt. Der Schmetterling ist kleinsten. Am kleinsten. Am Am kleinsten. kleinsten. Sehr gut. Ja. Der Schmetterling ist Am am kleinsten. kleinsten. Ja. Am kleinsten. Am kleinsten. Ja. Hat das jemand nicht verstanden? Nicht verstanden. Nein. Alles klar. Ja? Das Eichhörnchen Alles ist klar. klein. Der Vogel ist klein. Pass auf hier. Ich mach mal hier. Das Eichhörnchen ist klein. Ja. Das Eichhörnchen ist klein. Der Vogel ist kleiner. Kleiner. Der Und der Schmetterling Schmetterling ist ist am am kleinsten. kleinsten, Kleinsten. kleinsten. Klein, kleiner, am Kleinsten. kleinsten. Kleines. Okay? Ja. Alles klar. Ja. Bist du zurück, Hafef? Nein, ich bin noch draußen im Auto. Okay. Mach keinen Unfall. Ja. Alles klar. Okay. Nur. Ja. Was ist das? Gute ist gut. Wie ist der Artikel? Das Gute Genau. Institut Das ist gut. Goethe-Institut ist gut. Nächster Satz. Elle. Ja, das Berlitz, Ohne das. Ist einfach nur Berlitz. Ist kein Institut. okay. Ist Berlitz. Berlitz ist besser. Genau. Berlitz ist besser. Abdullah! Ja, Deutsch Lernen ist am besten. 100 Punkte. Abdullah! Ich gebe dir sofort dein Zertifikat. Sofort. Ja? Du brauchst nicht weiterlernen. Hier, dein Zertifikat. Bitte sehr. Richtige Antwort. Sehr gut, Abdullah. Okay, also ich wiederhole. Ich oder wir wiederholen. Gut, und was kommt dann? Besser. Besser. Und dann?
Am besten. Klein? Kleiner. Am kleinsten. Groß? Größer. Größer. Umlaut? Am größten. Schön? Schöner. Ja, komplett bescheiden. Ja. Okay, gut. Wie komme ich hier wieder raus? Alles klar. Hat das jemand nicht verstanden? Wir haben das gestern gelernt. Ich habe verstanden. Ja, das ist nichts Neues. Ja, das ist nichts Neues, aber sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Okay, gut. Wir hatten eine kleine Hausaufgabe. Ja, die war nicht schwer. Philipp, aber ich habe eine Frage bitte. Bitte sehr. Wann man kann noch am kleinsten reden? Beim Reden? Es gibt viele Situationen, sehr viele. Am kleinsten? Du kannst einfach sagen, wir sagen oft der Kleinste. Zum Beispiel, das ist der kleinste Stuhl. Du gehst in ein Geschäft und du sagst, ja, ich suche einen kleinen Tisch. Ja, ich suche einen kleinen Tisch für meine Wohnung. Und dann kommt der Verkäufer, der sagt, ja, das ist der kleinste, ohne Am. Das ist der kleinste. Ja? Oder du sagst, ich suche einen großen Tisch. Einen sehr großen Tisch. Dann sagt der Verkäufer, das ist der größte Tisch. Größer haben wir nicht. Das ist der größte. Wir benutzen sehr oft Komparativ und Superlativ. Sehr oft. Ja? Der Beste. Ja? Was ist der, wo ist die beste Universität? Ja? Wo ist der beste Professor? Was ist das beste Auto? Das Beste für mich. Wir benutzen sehr oft Komparativ und Superlativ. Sehr oft. Ja. Noch eine Frage? Nein. Hast du eine Frage zum Komparativ oder zum Superlativ, dann schreib es in die Kommentare. Wenn du bei uns in den Online-Unterricht möchtest, dann geh auf unsere Internetseite www.deutschd1.com und komm in einen unserer Kurse. Wir möchten, dass du die deutsche Sprache nicht nur ein bisschen lernst, sondern sehr gut lernst. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.